Nach einem intensiven, internen Austausch und Gesprächen zwischen Martin Kind und Verantwortlichen des VfL Wolfsburg ist die Entscheidung gefallen. Horst Held bleibt bei Hannover 96, hieß es in einer Mitteilung von Hannover, auch interessant wechseln nach Wolfsburg. Punkt. 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 Held fehlt auf 96 Pressekonferenz. Das ergaben die Gespräche und Verhandlungen zwischen beiden Vereinen, in denen es zu keiner Einigung kam. Held sollte beim abstiegsbedrohten Pokalsieger von 2015 laut Medienberichten einen Dreijahresvertrag bis 2021 unterschreiben. Punkt. 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 Das Jahresgehalt sollte bei über 2 Millionen Euro liegen. Punkt. 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 Held, dessen Vertrag in Hannover noch bis 2020 lief, hatte in der niedersächsischen Landeshauptstadt erst im Frühjahr 2017 die Nachfolge von Martin Bader angetreten und 96 im vergangenen Jahr zusammen mit Trainer Andre Breitenreiter in die Bundesliga geführt. Punkt. 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 Nach dem Aufstieg und einem starken Saisonstart hatte der frühere Schalker schon zum Ende der Hinrunde öffentlich mit einem Wechsel zum 1. FC Köln geliebäugelt. Punkt. 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 Daraufhin hatte 96 Vereinspräsident Martin Kind einen Posten in der Geschäftsführung in Aussicht gestellt. Punkt. 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 Doch Held lehnte kürzlich ab. Video: heftige Wolfsburg-Kritik von Fach, katastrophale sportliche Planung. Punkt. 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 Punkt.